Ja, herzlich willkommen zum Marcel TDC Vlog. Heute aus dem heimischen Garten. Was ich euch zeigen möchte, ist das Bastards Knives Polaris. Ja, kurzer Zwischenstopp hier an der Stelle, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Video gedreht wurde, da war das Polaris noch nicht erhältlich. Jetzt ist es allerdings erhältlich und guckt mal in die Videobeschreibung. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Das ist ein Prototyp, das ist ein Messer, was demnächst auf den Markt kommt. Kostenpunkt liegt noch nicht fest, aber dennoch ist es wirklich so dermaßen geil, dass ich einfach nicht warten kann, es vorzustellen. Ja, Bastards Knives, wo kommen die überhaupt her? Ne? Also eigentlich ist das ein spanischer Hersteller, also die Messer kommen auch aus Spanien. Da gibt es natürlich aber auch einen deutschen Part. Zu bekommen sind die Teile natürlich bei Messerworld, wie unerwartet. Die deutschen Köpfe dahinter sind ganz, ganz liebe, nette, bekannte Menschen aus der Messerszene. Liebe Grüße an euch an der Stelle. Bei dem Polaris handelt es sich um ein Feldmesser, was auch für extreme Situationen gut sein kann. Wir werden es sehen. Und ja, designt von Arcos Valhalla. Klingenlänge, nee, Quatsch. Gesamtlänge 32 und Klingenlänge 18,5 cm. Was haben wir hier noch? Das wurde speziell wärmebehandelt mit einer differenzialen und kyrogenen Wärmebehandlung. Ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es hört sich zumindest sehr professionell an. Was ich hier dran mag, ist, dass die Griffe ordentlich mit Torx verschraubt sind und nicht so, wie ihr es vielleicht bei meinem Böker-Tracker-Video gesehen habt. Und Ende vom Lied. Hört ihr das? Haben sich die Griffschalen irgendwo gelöst? Einfach mit so Lochnieten verschoben, weil da sind die Griffschalen jetzt halt auch lose und ich warte immer noch auf das fertige Ergebnis des Wiederherstellungsprozesses. Was ich natürlich auch berichten möchte. Klingenstärke hier in dem Falle 6 mm und aus Sleipnir-Stahl. Geliefert wird das Ganze mit einer Kydex und einer großen, großen Gürtelaufnahme, so dass man das auch ordentlich tragen kann. Jetzt möchte ich euch natürlich nicht nur die Kydex zeigen, die wirklich top verarbeitet ist, sondern halt auch das kleine Spielzeug. Ne? Also ihr seht, das ist ein sehr, sehr hochgezogener Flachschliff mit hier einem Fingerjoil, wo wir hingehen können und einfach nach vorne greifen. Hier müsste man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass man sich nicht schneidet, aber im Großen und Ganzen denke ich, ist das sehr, sehr schön. Hier eine Swatch, die hier vorne in einen geraden Rücken übergeht. Also hier ist die Swatch und hier wird der Messerrücken 90 Grad, sodass man an der Stelle auch super einen Feuerstahl anreißen kann. Jimpings haben wir an dem Messer genau eins, und zwar das ist hier und das ist auch überhaupt nicht aggressiv. Das kann man durchaus als Stopper nutzen, aber es ist halt nicht aggressiv, sodass man sich wehtun könnte. Die Griffbeschalung ist aus Mikata,
in so einem braun-rot-grünen Mix. Das sieht ganz, ganz fantastisch aus. Ja, und mit einem Lanyard Hole einfach versehen. Wir haben hier natürlich die Bezeichnung, die werdet ihr gleich auch noch mal sehen, wenn wir Tabletop gehen. Bastards Knives und Sleipnir Stahl. Sehr, sehr schick auf jeden Fall. Und das Beste an dem Messer ist dieses Logo einfach. Ich finde es total klasse. Ich versuche mal den Fokus hier drin ein bisschen drauf zu legen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ob ihr das erkennen könnt. Na? Naja. Ich hoffe, man hat es erkannt. Ich habe es jetzt nicht richtig gesehen. Ja. Das Polaris. Also jetzt machen wir mal so. Also das schneidet wirklich sehr, sehr gut. Wir gehen ganz am Anfang, legen wir los und ziehen es aber quasi bis zum Ende durch. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Da kann man natürlich auch so ein paar Stückchen machen. Seht, das funktioniert tadellos. Vielleicht auch noch mal ein paar Kreischen. Ah, warte. So. Ja, also ihr seht auch, naja, auch eine Runde schneiden, gar kein Problem damit. Ja, wir wollen natürlich aber auch gucken, ob denn die Längenangaben so passen. Ne? Da habe ich jetzt hier mal so einen tollen Gliedermaßstab mitgenommen und ich messe wirklich bis auf den Punkt 32 cm und Klingenlänge ist mit 18,5 angegeben. Wenn wir jetzt die reine Schneide nehmen hier, sind wir auf 17,5. Wahrscheinlich wurde aber von hier unten gemessen. Da, also so von Mitte Griff, da kommen wir genau auf diese 18,5. Für mich ist immer ausschlaggebend der höchste Punkt vom Griff und dann bis zur Spitze. Und da sind wir ziemlich sehr genau bei 18 cm. Ja. Absolut tolles Messer. Unglaublich leicht vom Gewicht her. Kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, wie schwer das ist. Da habe ich noch nicht auf die Waage gehalten. Aber glaubt mir, es ist ultra, ultra leicht für diese Größe. Ja. So, da ist er wieder. Wirklich ganz, ganz tolles Messer. Und ja, da wollen wir natürlich auch ein bisschen was zu ausprobieren. Ich habe mir einen kleinen Test überlegt, wie man diese wunderbare Schneidfreudigkeit testen kann. Das sehen wir Tabletop. Und dann geht es auch noch weiter in die Holzbearbeitung. Dranbleiben. Ja, so, meine lieben Freunde, wir sind Tabletop mit dem schönen Polaris. Und ja, um euch zu zeigen, wie fein man damit eigentlich arbeiten kann, habe ich mir gedacht, organisiere ich mir mal so ein Zigärchen, was ja normalerweise ganz, ganz fein mit einem Zigarrenschneider hinten aufgemacht wird. Hier, da haben wir sowas hier. Ja, ihr kennt das, normalerweise nimmt man dann dazwischen oder zack. Ne? Benutzen die Mafia-Bosse auch gerne, um mal so einen Finger abzutrennen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt mal das Polaris und machen hier einfach einen ganz, ganz glatten Schnitt, um zu zeigen, wie fein man eigentlich damit arbeiten kann. Ja? So. Und ihr seht, es ist super glatt abgeschnitten. Ja, ich habe jetzt ein bisschen zu wenig abgeschnitten, aber absolut glatt. Eigentlich schon fast perfekt. Das nur mal so als kleiner Schneidtest. Ja. Wir werden damit natürlich jetzt auch noch mal richtig arbeiten. Allerdings zeige ich euch das Ganze hier auch noch mal im Detail. Ja, hier schön noch mal die 004. Also 0 von 40, da das ja ein Prototyp ist. Hier Bastards Knives. Und hier dann nochmal die Stahlbezeichnung Sleipnir. Ihr seht, wenn ihr den Griff so ein bisschen anguckt, der verjüngt sich hier. Wird hier wieder ein bisschen breiter und hier wieder ein bisschen jünger. Das macht eine absolut top Handlage.
Also richtig, richtig geil. Gucken wir mal, was das Schätzchen kann. So, liebe Leute, der Test vom Polaris geht weiter. Neuer Tag, neues Glück. Ich muss hier mal so ein bisschen, ich habe gerade hier noch mal so eine Kerze gemacht. Und dann wollen wir mal gucken, was das Ding eigentlich so kann. Ne? Das sieht gut aus. Wenn wir direkt hier reinknallen. Ne? Also das ist schon, nimmst du weiter unten hier an der Kordel, hast du schon ordentlich Macht. Ne? Leute, guckt euch das an. Ist das krass? Ist das krass? Ist das krass? Ja, super. Wahnsinn. Ja, wir müssen aber in einmal durchschaffen, ne? Ah, auch nix. Ne? Ey, guck mal. Genau die gleiche Stelle nochmal getroffen. Zieht der Qualm richtig gut, ey. Falsche Richtung, Junge. Ordentlich zuckt das Ding. Genau so muss das laufen. Genau so. Übrigens mit dem Ding, das macht richtig Spaß. Geile Nummer. Absolut geile Nummer. Also ihr seht, das funktioniert hier tadellos, ey. Mein neues Lieblingswort ist tadellos, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich sag das ziemlich oft. Gerade, ich weiß gar nicht warum. Ach, der Qualm. Oh, also das Ding hier, ihr habt es gesehen, wahnsinnig gut. Zum Hacken geeignet, total geil. Aber ich muss mich kurz mal eben ums Feuer kümmern. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir hier mal natürlich ein Stück ab und dann wollen wir auch mal ein bisschen schnitzen hier mit. Also wirklich, das Ding hat Zug ohne Ende, ne? Einfach nur geil. Hier mal was Dickeres. Das liegt jetzt hier schon, ich glaube, ein bisschen länger hier im Garten, aber auch das hier, ey, Sahne, Leute, gar kein Problem. Batonieren wollen wir natürlich auch. Wir haben ja hier was Größeres für. Dieses Feuer, ey. Ich habe mir eine scheiß Position ausgesucht, würde ich sagen. So. Aufgrund der Klingenlänge hier. Ah, absolut tiefenentspannt. Naja, hier unten ist das dicke Ding, da geht nicht weiter, aber das kriegen wir auch so hin. Naja, also patonieren hier mit dem Prügel. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Oh, mal gucken. Hier, ob das Ding auch Löckchen kann. So feinere Sachen. Oh, warte mal.
Klingenführung, ohne Scheiß, per excellence. Ah, Leute, seid mir nicht böse. Naja, aber das ist echt, echt, echt übel. Gerade hier mit dem Qualm. So, sah jetzt ein bisschen grobmotorisch aus, ne? Aber dem ist nicht so. Das sind wirklich schöne, feine Löckchen. Also, das hat auf jeden Fall mal Style, ne? So, Kerbe. Ja, dicker Stock, merkst du sofort. Ah. Ah. Aber woanders. So, jetzt haben wir hier den Schnitt drin. Oh. 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 Doch Knochen hat das Zeug. Oh. Aber hat aufs Herz, Leute, da muss ja auch kein Schneidteufel sein. Ne? Das ist ein Messer für brachiale Arbeit. Und das Ding ist echt hart. Ja. Super. Absolut klasse. Da kannst du auch. Hier, ihr seht's. Ja. Ey, absoluter Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Hier vorne ist ja extra der Klingenrücken 90 Grad. Das heißt, wir können damit wahrscheinlich auch striken. Ich nehme das jetzt nicht dafür raus. Wie ein Weltmeister. Guck mal, wie weit das fliegt. Absolut Burner. Ja, super. Jetzt wollen wir mal gucken hier, ob das Ding noch rasieren kann. Und da rieseln die Haare. Seht ihr das? Jetzt mache ich mal in die andere Richtung. So. Ja, seht ihr, ne? Gar kein Problem. Nach der Tortur. Übrigens habe ich das Gewicht nachgeschlagen. Nicht nachgeschlagen, nachgemessen. Sind 400 Gramm. Ich bin absolut begeistert. Absolut begeistert. Auch wenn ihr hier mal irgendwie spitze mal abhacken. Voll geil. Und die Handlage, Leute, die Handlage ist so geil. Ja. Was wollen wir noch sehen? Tipptest, ne? No problemo. Alles klar. So. Das Bastards Knife. Ja. Steht übrigens, ist ein Leitspruch von denen, für den Gentleman mit Scheit im Nacken. Finde ich total geil, den Spruch. Und ja, was soll ich dir sagen? Aber dieses Logo
zusammen mit dem, was die hier fabriziert haben, ist einfach wahnsinnig gut. Ne? Und ihr könnt sehen, an der Schneide, da hat sich nichts getan. Ich habe das Ding jetzt mal ein bisschen sauber gemacht. Ja, einfach nur geil. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein. Denn da kommt noch ein zweites. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Das hat mein Kollege vom Messerworld da nämlich drüben liegen. Und ja, dann werfe ich ihm das jetzt mal zu. Und dann kriege ich seins. Und dann gucken wir mal. Hier. Übrigens, während der Wartezeit, ne? Einfach mal abonnieren, Glocke drücken, Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, besucht auf jeden Fall die Internetseite. Die Teile wird es natürlich auch bei Messerworld geben. Und ja, ich bin einfach immer noch geflasht. Ich warte jetzt darauf, dass das andere rüberfliegt. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich melde mich gleich nochmal. Oh! Ja. Ha. Cool. Danke. So, liebe Leute. Da ist gerade was rübergeflogen gekommen. Und zwar das Bastards Knives Sirius. Dazu wird es dann in Kürze natürlich auch ein Video geben. Fettes Dankeschön an Johannes an der Stelle. Ich bitte euch, die Videos beide anzugucken. Also einmal meinen Test von Polaris. Das habt ihr ja eh schon gesehen. Ich rede schon wieder totalen Schwachsinn. Aber ja, am gleichen Tag wird ein Video kommen oder wie auch immer vom Johannes zum Sirius. Ich werde das Ganze natürlich auch nochmal hier kundtun und ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht lumpen, lasst euch nicht ärgern. Das ist übrigens ein richtig, richtig geiler Stachel. Ich bin wirklich amused. Lassen wir uns überraschen, was die Zeit noch so bringt. Und wir sehen uns.